Ja, der Tagesablauf, was die Themen angeht, den habt ihr vielleicht vor euch oder habt ihn noch gerade in Erinnerung. Ich nenne ihn nochmal. Das Thema also heute ist der Judasbrief, Kampf für den Glauben. Und hier merken wir schon am Untertitel, Kampf für den Glauben, das ist unheimlich herausfordernd. Und ich glaube, jeder, der hier dabei ist, der wird wissen, was es bedeutet, dass das Glaubensleben ein Kampf ist. Wir haben jetzt Teil 1, die Verse 1 und 2 und die Zwischenüberschriften lauten Judas, der Bruder des Herrn, und als zweiter Teil berufen, geliebt, bewahrt, gesegnet. Und es wird ein bisschen übergreifen auch in den Teil 2 dann ab 11.15 Uhr, wo es um Vers 3 geht und noch ein bisschen zum Streifen, zumindest 24 und 25. Der Aufruf zu kämpfen und mit Freuden vor Gottes Angesicht stehen, Coram Deo sozusagen, vor dem Angesicht Gottes zu sein, zu leben. Und dann nach dem Mittag, Teil 3, Judas 4 bis 16, das ist dann, ich möchte es einfach mal so sagen, das Eingemachte, Warnungen aus der Vergangenheit, Irrlehre erkennen und meiden und die Verse 17 bis 23 dann im Teil 4, erinnern und Jesus folgen, Mission oder Tod. Also wir merken, wie themengeladen das auch ist, dieser Brief ist. Und dabei müssen wir uns in diesen vier Einheiten heute unheimlich beschränken auch. Ja, also der Brief ist wie Gottes Wort allgemein nicht zu erschöpfen. Und ich möchte gerne jetzt mit euch diesen Brief mal lesen. In Teil 1 den ganzen Brief erstmal durchlesen, laut lesen. Und dass wir hier diesen Überblick haben, dass wir Gottes Wort einfach jetzt zunächst einmal selbst reden lassen. Judas, Vers 1. Ich lese nach Schlachter 2000. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen. Nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschergewalt und lästern Majestäten. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses einen Wortwechsel führte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die
Widersetzlichkeit Korachs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen aber hat auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr euch auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, dann lasst uns diesen Brief jetzt, nachdem wir ihn gelesen haben, anschauen. Ja, lasst es uns jetzt gemeinsam durchgehen und wir sind gespannt, was Gott uns dadurch sprechen möchte zu uns. Dankeschön. Wir schreiben das Jahr 68 nach Christus, plus minus. Die Gemeinde steckt noch in den Kinderschuhen. Und wie es unschwer zu erkennen ist, nicht nur hier im Judasbrief, sondern in den gesamten Briefen, merken wir hier, dass sie damals wie heute, aber wir sind ja beim damals zunächst, bereits Gegenstand heftiger Angriffe gewesen ist. Sie steckte von Anbeginn, die Gemeinde steckte von Anbeginn an in einem geistlichen Kampf. Und das hält an bis heute. Begonnen hat es damals, begonnen hat es im Garten Eden. Das war im Grunde der Beginn, als Satan Adams Vertrauen auf Gott auf die Probe stellte. Als er an das erste Menschenpaar herantrat und flüsterte, sollte Gott wirklich gesagt haben. Da ging dieser Kampf bereits los. Und seitdem verfolgt der Feind konsequent dieses große Ziel, sein großes Ziel, was immer das gleiche Ziel ist, nämlich den Glauben, das Vertrauen auf Jesus Christus, das Vertrauen auf den lebendigen Gott zu untergraben, zu unterminieren, zu zerstören. Das ist von Anbeginn sein Ziel gewesen. Und dabei müssen wir wissen, dass ein wesentlicher Teil dieser Angriffe darin besteht, dass Satan Gottes Charakter angreift. Dieses sollte Gott wirklich gesagt haben, zielt auf den Charakter Gottes ab. Das heißt also, die Angriffe des Satans sind nicht zuallererst auf die Menschen gerichtet oder auf Gemeinschaften oder auf Gemeinden
oder auf unser Glaubensleben, sondern die Angriffe Gottes gehen final zuerst immer auf den Charakter Gottes. Weil wenn er den Charakter Gottes angreift und bewirken kann, dass Menschen Zweifel haben an Gott, hat er sein Ziel erreicht. Dann wird auch das Glaubensleben desjenigen in Mitleidenschaft gezogen und so weiter und so weiter. Also die Angriffe gehen immer zuerst gegen Gottes Charakter. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Diesen möchte er in Misskredit bringen und das versucht er natürlich über sein Wort, dass er Gottes Wort, die Heiligen Schriften, ungültig machen möchte, untergraben möchte, dass er sie in Zweifel ziehen möchte. Eben diese gleiche Masche wie von Anbeginn an sollte Gott wirklich gesagt haben, dass die Bibel Wahrheit ist. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass die ganze Heilige Schrift gilt und gültig ist, von A bis Z und so weiter und so weiter. Das ist sein Angriffspunkt. Er möchte, und das klingt für uns vielleicht sehr, sehr krass und stark, aber sein Ziel ist es, Gott als Lügner hinzustellen. Der größte Lügner selbst möchte den lebendigen Gott als Lügner hinstellen. Und das versucht er permanent, indem er Gottes Wort angreift. Er möchte ihn hinstellen als den Lieblosen, als den Unbarmherzigen, als den Unfreundlichen, als den Unnahbaren, als den Unpersönlichen und als einen unberechenbaren Gott. So möchte er ihn hinstellen und darstellen. Und das gelingt ihm leider in unserer Zeit gut und immer besser, leider. Und wir müssen wissen, bevor wir in diesen Brief hineingehen, sein Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Das heißt, er hat ja keine Allwissenheit. Er kennt auch dadurch nicht unsere Gedanken, aber er sieht unsere Verhaltensmuster. Er studiert die Menschheit seit 4, 5, 6.000 Jahren. Er kennt uns, er kennt die Menschen. Er weiß, wo er andocken kann. Er weiß unsere Lieblingssünden. Er weiß unsere verborgenen Sünden. Er weiß um Dinge, die wir in unserem Leben tun, die aus unseren Gedanken entspringen. Da knüpft er an. Und er will in unseren Gedanken Zweifel säen. Er will, dass wir darüber nachdenken, sollte Gott wirklich gesagt haben. Er sät Zweifel an Gottes Wort, welche wir dann in unseren Gedanken bewegen, sie bejahen oder konsequent ablehnen. Und konsequent ablehnen können wir sie nur dann, wenn wir zutiefst davon überzeugt und überführt sind, dass die Heilige Schrift von Anfang bis Ende Gottes Wort ist und zweitens, wenn wir darin auch zu Hause sind. Das heißt, wenn wir darin leben, wenn wir Gottes Wort lesen, lernen, leben. 3L. Lesen, lernen, leben. Dann können wir diese Attacken des Feindes abwehren und können sie unschädlich machen. Also diese Pfeile sozusagen, die er permanent auf uns abschießt, können wir sie konsequent ablehnen. Und dieser Kampf, und das ist ganz wichtig zu wissen für uns als Gläubige, dieser Kampf im Glauben, der tobt rund um die Uhr, in jedem Bereich unseres Lebens, 7 Tage die Woche. Und es heißt also, Judas schreibt diesen Brief als einen Kampfbrief. Er warnt eindringlich vor der Gefahr irreführender Lehren. Und sein Herz, wir merken das beim Lesen, durch den ganzen Brief hindurch merken wir, sein Herz ist sichtlich bewegt. Und er schreibt aus einem bewegten Herzen, inspiriert und gelenkt vom Heiligen Geist, diesen kurzen Brief. Ich möchte es extra nochmal besonders herausstellen. Auch Briefe mit unbequemem Inhalt sind genauso Theopneustos, geistgeatmet, ausgehauchtes Wort Gottes, wie alle anderen Stellen auch. Die ganze Schrift nach 2. Timotheus 3, Vers 16 ist Gott gegeistet eigentlich. Das ist ja ein Wort, was man so nicht sagt, aber von Gott eingegeben heißt wörtlich Gott gegeistet, gegeistet, ausgeatmet. Es kommt direkt aus Gott, von Gott, durch Gott, für Gott und ist uns überliefert zwischen 2 Buchdeckeln in Form der Heiligen Schrift.
Also Gott hat ein Mittel gewählt und das Wort so geformt, dass wir es in unserer Beschränktheit verstehen können, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ausgeatmet. Und wir sollen es einatmen. Gott atmet es aus, wir sollen es einatmen, sein Wort. Wir sollen es aufnehmen in uns. Und da ist dieser kurze Brief so bewegt von Judas, seinem Herzen, es ist Gottes gegebenes Wort. Und es ist so kurz, ich habe nochmal nachgeschaut, nach der 28. Auflage von Nestle Aland im Original hat es lediglich 458 Worte, dieser Brief. Glaub Friedemann, du hast es mal gesagt in einem unserer Gespräche, ich habe es auch bei einem unserer letzten Treffen so noch in Erinnerung, dass die Bibel in aramäischer Sprache bedeutet Atem Gottes. Atem Gottes. Armenischer Sprache, Atem Gottes. Ich finde das so einen schönen Ausdruck für das Wort Gottes. Es ist der Atem Gottes. Das ist so ein Vorrecht, das lesen zu dürfen. Und es ist damit der drittkürzeste Brief des Neuen Testamentes. Und erstaunlich, dass, obwohl er so kurz ist, dass er so eine immense Fülle in sich birgt. Und dass er so viele verschiedene Punkte und Gedanken zum Hauptthema des Briefes aufzeigt. Origenes hat gesagt, das ist ein kurzer Brief voller mächtiger himmlischer Gnadenworte. Nochmal, ein kurzer Brief voller mächtiger himmlischer Gnadenworte. Er ist kurz, prägnant, er ist im Ernst, er ist eindringlich, er ist pointiert, er fokussiert sich auf das Wesentliche. Jedes Wort sitzt. Es ist Gottes Wort. Wie es Hebräer 4, Vers 12 sagt, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt alles. Warum? Weil es aus dem Mund Gottes kommt. Und der Judasbrief, der ist scharf, er ist durchdringend, er ist gottverherrlichend, wie alle anderen Bücher der Bibel auch. Und mit einem Zitat, diese Einleitung abzuschließen, er ist auch ernüchternd. Er ist ernüchternd, er möchte an unser Herz, er möchte uns einer Prüfung unterziehen, wie jedes andere Wort Gottes auch, aber in dieser Weise besonders. G. Campbell Morgan schrieb, zitiert ihn Benedikt Peters in seinem Judas-Kommentar, das Thema dieses Briefes ist Abfall, dessen Möglichkeit, dessen Gefahr und dessen Strafe. Kein Brief im Neuen Testament spricht ernster und leuchtet die Herzen tiefer aus. Man kann ihn nicht studieren, ohne dass man sich einer gründlichen Selbstprüfung unterzieht. Und das ist das, was ich machen möchte, was wir alle machen wollen. Uns, wenn wir Gottes Wort lesen, automatisch natürlich auch einer Selbstprüfung unterziehen. Denn Paulus fordert uns auch immer wieder auf, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und dass wir uns auch ehrlich die Frage stellen, Herr, bin ich es? Bin ich vielleicht gemeint damit? Wir haben zunächst Judas, den Verfasser, im Vers 1. Und wollen uns mal ein paar Minuten jetzt diese Person anschauen, bevor wir dann zu den nächsten Punkten gehen. Wir haben im Vers 1 drei Namen, drei Bezeichnungen, drei Tatsachen und in Vers 2 dann drei Segenswünsche. Also wir haben so einen herrlichen Dreiklang hier in diesen Versen stecken. In Vers 1 und 2 begegnen uns diese drei Klänge. In Vers 1 lesen wir zunächst von drei Namen und drei Bezeichnungen. Zunächst von Judas, der diesen Brief schrieb. Und ich habe es schon angedeutet, Judas war eine Person, dessen Herz durch das Schwert des Wortes Gottes durchbohrt wurde, getroffen wurde und dann anschließend durchbohrt wurde. Er war der Bruder von Jakobus und der Halbbruder des Herrn.
Wir lesen das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 55. Lesen wir von ihm. Wo es über den Herrn, wo es über Jesus heißt, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Ähnliches noch in Markus 6, Vers 3. Und dann lesen wir aber in Johannes 7, Vers 5 eine wichtige Stelle. Da heißt es über die Brüder des Herrn, also die Halbbrüder von Jesus, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und das Schriftzeugnis geht dahin, dass es uns bezeugt, dass Judas, einer der Halbbrüder des Herrn, dass er Jesus vor der Kreuzigung und Auferstehung als Messias abgelehnt hat. Das heißt also, selbst die engsten Verwandten, der engste Familienkreis des Herrn glaubte nicht an ihn, ein Teil zumindest nicht. Hinterher jedoch offensichtlich zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Zwischen Johannes 7, Vers 5 und Apostelgeschichte 1, 14 liegen etwa 8 Monate. Das heißt, in diesem Zeitraum, offensichtlich auch nach seiner Auferstehung, durchbohrte das Wort Gottes, der Heilige Geist, das Herz des Judas, des Halbbruders, des Herrn, und er kam zum lebendigen Glauben. Er tat Buße. Und das ist auch heute das Prinzip. Aus Feinden Gottes werden Freunde Gottes. Feinde Gottes werden von Neuem geboren durch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber vielleicht hier mal die Anwendung auf unser Leben. Stell dir das mal vor. Jahrelang hat Judas mit Jesus zusammen gelebt. Jahrelang ihn gesehen. Mit ihm zusammen gewesen, die ganze Kindheit. Dann hat er Seite an Seite mit ihm am Tisch gesessen, er hat mit ihm gesprochen, Tag für Tag, später dann von seinen Wundern gehört, seine Predigten vernommen, hat vielleicht gehört, was er gewirkt hat in verschiedenen Gebieten und so weiter und so weiter. Und es hat ihn nicht ergriffen. Es rauschte einfach vorbei. Und es hat mich daran erinnern lassen, dass es einzig und allein das Wirken Gottes ist, wenn ein Herz geöffnet wird. Ein Mensch kann Jahrzehnte zu einer Gemeinschaft dazugehören, sich auch förmlich dazugehörig wissen und dennoch geht er verloren, weil er nie sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat, sondern nur eine Form der Gottseligkeit hatte, dessen Kraft aber verleugnete. Das heißt also, nicht im Heiligen Geist lebte, sondern aus der eigenen Kraft. Und wenn dir Jesus, oder wenn Jesus dir oder dieser Person, einem solchen Menschen, dann das Herz öffnet, ist es eine besondere Gnade, nachdem er jahrelang so viel Licht hat an sich vorüberziehen lassen. Und man hört das auch immer wieder in Zeugnissen, die von sich sagen, ich habe so lange Gottes Wort gehört, ich war so lange irgendwo dabei. Und dann sagen sie es manchmal so, dann irgendwann nach 10, 15, 20 Jahren hat es erst Klick gemacht. Dann war der Zeitpunkt erst da, wo das Herz geöffnet worden ist. Und sie empfinden das als eine ganz besondere Gnade, dass sie Jesus erkennen durften. Judas Herz wurde von Jesus geöffnet. Und vielleicht, ja, vielleicht schreibt er deshalb so eindringlich und warnt vor den Irrlehren, weil er wusste, was es heißt, jahrelang Dinge zu wissen, zu vernehmen, zu sehen, vielleicht auch förmlich dabei zu sein, nahe an Jesus zu sein in einer Form, aber nur äußerlich, ohne ihn wirklich als Messias erkannt zu haben, ohne wiedergeboren zu sein. Und welche Gefahr
auch davon ausgehen kann, von solchen Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, die geht es ja auch dann hier in diesem Text, die den Geist Gottes nicht haben und sich dennoch erdreisten, in seinem Namen zu sprechen. Das ist ja dann auch Vers 19. Und Judas geht in diesem Brief darauf ein, dass es eben auch ein Fake-Christentum gibt. Da kommen wir dann später noch drauf. Und aus diesem Grund wurde ja dieser Brief auch geschrieben. Und wie froh wird er gewesen sein? Wir können uns vorstellen, wie lebhaft vorstellen, als er die Wahrheit erkannte, wie es ihn frei machte. Und wie seine Gedanken vielleicht auch, ich sag's einfach mal menschlich, zurückgingen und gesagt haben, Mensch, ich bin mit dem Messias aufgewachsen. Ich habe von ihm gehört und ich habe es einfach nicht erkannt. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Gott mein Herz öffnete. Und seither sah er sich als Knecht. Schaut, hier steht Judas Knecht, Jesu Christi. Er hätte auch, ich sag's mal mit meinen Worten, wie Paulus das sagt, er hätte gewichtig auftreten können. Es schreibt euch Judas, der Bruder des Herrn. Aber das tat er nicht. Er wusste, was seine Stellung ist. Er war Knecht Jesu. Er stand mutig für ihn ein. Ein Knecht Jesu ist übrigens kein handzahmes Hündchen. Ein Knecht Jesu ist jemand, der für die Wahrheit kämpft, der für die Wahrheit Jesu einsteht. Das hat mir mal jemand gesagt, jemand, der ein wildes Leben vorneweg geführt hat und dann zum Glauben kommt, der wird ganz zahm. Ich habe das geglaubt. Und dann habe ich die Bibel gelesen und mir wurde das dann klar, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Er hat nur die Seiten gewechselt. Paulus als Beispiel hat mit einem Enthusiasmus und mit einer Hingabe als Pharisäer und für das Judentum gearbeitet und gekämpft. Und dann trat Jesus ihm in den Weg auf der Damaskusstraße, hat ihn geblendet, hat sein Herz geöffnet, er ging in seine persönliche Bibelschule und dann hat er in dem gleichen Eifer, den er vorher für die falsche Seite hatte, hat er im gleichen Eifer für die richtige Seite gekämpft. Der Herr verbiegt uns nicht, wenn wir zum Glauben kommen. Er will unseren Charakter formen, das ist was anderes. Aber er verbiegt uns nicht. Er will uns nutzen für sein Reich, so wie wir vorher mit einer Kraft und Freude für uns selbst gelebt haben, möchte er jetzt, dass wir mit einer Kraft und Freude für Jesus leben. Das ist der Wechsel zwischen Finsternis zu Licht. So wie der Herr uns gemacht hat, so wie wir auch von unserer Persönlichkeit her sind, und so will er uns natürlich dann auch verändern in unserem Charakter, aber das ist eine andere Frage. Aber hier geht es erstmal darum, um diesen Punkt jetzt. Und Judas war so jemand, er kämpfte fortan für seinen Herrn, sah sich als Knecht. Das ist die richtige Gewichtung. Judas war der Knecht, Jesus war der Herr. Das ist das rechte Verhältnis, auch bei mir und bei uns allen. Und sein Bruder Jakobus nannte sich übrigens auch so, Jakobus 1, Vers 1, Knecht Gottes. Jakobus, Knecht Gottes. Auch für ihn war das klar. Und wenn wir den zweiten Petrusbrief zum Beispiel lesen, der ja sehr viele Parallelen auch hat zum Judasbrief, sehen wir das auch, dieses Prinzip. Das ist unsere Position. Wir sind seine Knechte, wir sind seine Diener, wir sind seine Untergebenen. Er ist unser Herr. Wir wollen das tun, was er uns sagt. Und so können wir für uns ableiten, wir alle, die an Christus glauben, die wir ihm vertrauen, wir sind Brüder bzw. Schwestern, aber in Bezug auf Jesus sind wir seine Diener. Von ihm selbst. Er hat uns gerufen, er hat uns berufen, er hat uns eingesetzt, er möchte uns benutzen zu seiner Ehre.